Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich begrüße alle ganz herzlich zu dieser Vorabendmesse zum dritten Ostersonntag. Sie, die ganz wenigen heute Abend hier in der Kirche, die da sein dürfen, aber auch die vielen, die uns zugeschaltet sind und die mit uns feiern, am Fernsehgerät, am Internet oder bei Radio Horeb. Wir sind insgesamt eine große Gottesdienstgemeinde. Es geht um Begegnung heute. Begegnung mit dem Auferstandenen. Das, was viele Menschen heute so schmerzlich vermissen, dass wir ihm nicht begegnen können direkt in der Kommunion, und die Hoffnung darauf, dass uns das wieder geschenkt wird, das erleben die Emmaus-Jünger heute im Evangelium. Jesus begegnet ihnen und er begegnet auch uns. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tode verurteilen
und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, nachdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das alles erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in derselben Nacht brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, zwei Männer sind unterwegs nach Emmaus, mit hängenden Gesichtern, total frustriert und enttäuscht und resigniert, bloß weg von Jerusalem, nichts mehr sehen und nichts mehr hören. Sie hatten alles auf diesen Jesus gesetzt, hatten Vater und Mutter verlassen, ihren Beruf aufgegeben, waren 3 Jahre mit ihm gegangen, alles auf eine Karte gesetzt. Und dann kommt der Hohe Rat und der Hohe Priester, heute würde man sagen der Papst und das Kardinalskollegium, und haben offiziell festgestellt, dieser Mann, dieser Jesus ist ein Gotteslästerer. Sie haben ihn verurteilt zum Tod. Und dann ist er gekreuzigt worden wie ein Schwerverbrecher. Bloß weg von Jerusalem, nichts mehr sehen und nichts mehr hören. Wissen Sie, was das Merkwürdige ist? Die gleichen Jünger laufen am Ende den Weg nochmal zurück von Emmaus nach Jerusalem. Das waren etwa 18 Kilometer. Aber diesmal nicht mit hängendem Gesicht, sondern mit Jubel und Freude zu den anderen Jüngern hin. Was war da passiert? Wie kommt denn dieser Umschwung von einer totalen Resignation hin zu Jubel und Osterfreude? Wie kommt dieser Umschwung? Also dieser Umschwung, der kommt nicht durch eine gute Predigt, das gleich vorweg zu sagen. Die Jünger, die Emmaus-Jünger, hatten ja die Osterpredigt schon gehört. Sie sagen ja, da waren einige Frauen, die waren am Grab gewesen und haben gesagt, da ist ein Engel erschienen, der hat gesagt, Jesus lebt und das Grab war auch leer. Die Osterpredigt,
kannten die schon und trotzdem waren sie noch total geknickt. Aber da steht eine kleine Bemerkung dabei: ihn selber haben die Frauen nicht gesehen. Sehen Sie, du kannst noch so viele gute Osterpredigten hören. Du kannst dir das Halleluja von Händel anhören aus dem Messias und kannst vielleicht sehr erbaut sein davon. Aber das ist alles nur äußerlich. Wenn dieses eine nicht geschieht, ihn selber haben sie nicht gesehen, wenn du ihm nicht begegnest, dann bleibt das alles äußerlich und es ist nach kurzer Zeit wieder verflogen. Da kommt nicht dieser Osterjubel auf wie bei den Emmaus-Jüngern am Schluss. Diese Begegnung der Emmaus-Jünger mit Jesus hat drei Stufen und die wollen wir uns ein bisschen anschauen. Die erste Stufe der Begegnung: wann ist denn Jesus eigentlich bei den Emmaus-Jüngern dazugestoßen unterwegs? Da heißt es, als sie unterwegs miteinander redeten und sich über alles austauschten, was sie mit Jesus erlebt hatten. Sie haben über Jesus gesprochen, auch über das, was da am Kreuz geschehen war. Alles haben sie mit ihm besprochen. Und da kommt er dazu. Die Frage an uns ist doch: kommt in unseren Gesprächen, auch in unseren geistlichen Gesprächen, Jesus eigentlich noch vor? Ist auch eine Frage an uns Priester. Kommt Jesus noch vor? Wir reden ja über alles. Wir reden über die langweilige Predigt, wir reden über Frauenpriestertum, wir reden über ein Zölibat, wir reden darüber, über alles Mögliche an organisatorischen Fragen, aber reden wir eigentlich auch noch mal über Jesus, was er uns bedeutet? Glaub mir, in dem Augenblick, wo Menschen das tun, da werden sie erleben, dass es Wirklichkeit ist, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Da spüren sie das. Ich habe das oft erlebt in Bibelkreisen, in Gebetskreisen, wo Menschen sich auf den Namen Jesu bewusst versammelt haben. Auf einmal spürt man, Jesus ist da. Das ist was ganz Wichtiges und das dürfen wir von den Emmaus-Jüngern lernen. Sie haben ihn noch nicht mit ihren Augen erkannt, aber er war da. Zweite Stufe dieses Umschwungs von Resignation zu Freude. Sie erkennen ihn nicht mit ihren Augen, sondern sie erkennen ihn zuerst mit ihrem Herzen. Am Ende sagen sie: brannte nicht das Herz in uns? Wann denn? Als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften erschloss. Was war da denn passiert unterwegs? Sehen Sie, die waren total resigniert, weil Jesus gekreuzigt worden war. Alles schien aus zu sein. Und dann kommt der Wanderer Jesus dazu und sagt: sag mal, seid ihr so schwer von KP? Habt ihr noch nie in eurer Bibel gelesen? Ja, natürlich haben wir eine Bibel gelesen. Habt ihr mal eine Bibel dabei? Dann geben Sie mir Ihre Bibel. Und er sagte: habt ihr noch nie den 22. Psalm gebetet? Doch, wir sind doch gläubige Juden. Ja, wisst ihr denn nicht, wie der 22. Psalm anfängt? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und auf einmal geht es bei denen durchs Kopf: Moment, genau das hat Jesus am Kreuz gerufen. Habt ihr noch nie den Propheten Jesaja gelesen, das 53. Kapitel? Wo Jesaja schreibt: er war durchbohrt um unserer Sünden willen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben mit Gott. Habt ihr noch nie den Propheten Zacharia gelesen, ganz am Ende des Alten Testamentes? Sie werden schauen auf den, den sie durchbohrt haben. Und so geht Jesus mit ihnen in der Bibel alle möglichen Stellen durch. Und auf einmal merken sie, dieses Geschehen mit dem Leidensweg und mit der Kreuzigung, das war nicht eine Panne im Heilsplan Gottes, das hatte Gott bis in Einzelheiten hinein, Jahrhunderte vorher schon angekündigt. Und auf einmal merken sie, er ist wirklich da. Wir kriegen eine Antwort auf unsere Nöte, die wir hatten. Und sehen Sie, wenn wir heute manchmal resigniert sind über die Situation in der Kirche, vielleicht haben auch manche Zweifel an Gott und an Jesus Christus, fang mal an, in der Heiligen Schrift zu lesen. Und werde darüber still und lass dir dann vom Heiligen Geist ein Wort der Heiligen Schrift ganz lebendig werden und dann wird dein Herz anfangen zu brennen. Das ist ganz sicher. Dritte Stufe dieser Jesus-Begegnung.
dann erkennen sie ihn, als er mit ihnen zu Tisch war und das Brot brach. Da wurden ihnen die Augen aufgetan. Früher habe ich immer gedacht, das war eine Erinnerung ans Abendmahl, wo Jesus ja auch das Brot gebrochen hat. Kann aber nicht sein, denn die beiden waren beim Abendmahl gar nicht dabei. Da waren nur die Apostel dabei und nicht die Emmausjünger. Das war was anderes, was da im Hintergrund steht. Wir müssen mal überlegen, als sie nach Emmaus kommen, wer war denn der Hausherr und wer war der Gast? Der Gast war Jesus, der Hausherr war Kleopas. Aber als sie ins Haus kommen, da setzt sich Jesus sofort an den Platz des Hausherrn. Und er tut genau das, was eigentlich dem Hausherrn zukommt. Er spricht das Dankgebet und er bricht das Brot und teilt aus. Er fühlt sich als der Herr, nicht er fühlt sich, sondern er ist der Herr. Und da erkennen sie ihn. Doch hier die Frage an uns: Darf Jesus in deinem Leben wirklich der Herr sein? Nicht nur so ein Herrgott, wie wir manchmal sagen, sondern dass er wirklich in deinem Leben der Herr ist, dass er das Sagen hat. Oder geht es uns auch so, dass wir beten, bisschen salopp gesagt, komm Herr Jesus, sei unser Gast. Und wie geht das weiter? Und geh wieder, wenn du was bescheret hast oder so ähnlich. Ja? Nein, darf er wirklich der Herr sein in deinem Leben? Und dann wirst du merken, er ist wirklich da. Diese drei Dinge, über Jesus sprechen, was er mir bedeutet, mir vom Heiligen Geist die Heilige Schrift lebendig werden lassen, dass sie Antwort ist auf meine Nöte, die ich in meinem Leben habe, und ihn wirklich Herr sein lassen. Wenn du das tust, du wirst merken, er lebt und er ist da. Ich komme wieder auf den Anfang zurück. Als die Emmaus-Jünger dann wieder nach Jerusalem kommen, in den Kreis der Jünger, und dann erzählen sie, was sie unterwegs erlebt hatten, wie sie Jesus begegnet sind. Was tun die? Die erzählen wieder von Jesus. Und genau das haben wir leider in unserem Evangelium nicht mitgelesen. Der nächste Vers heißt, während sie das alles erzählten, kam Jesus in ihre Mitte. Das ist ein ganz großes Geheimnis, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und diese tiefe Osterfreude, die aus der Begegnung mit dem Auferstandenen kommt, wünsche ich allen jetzt in dieser Osterzeit. Amen.